So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen Gefahren-Kurzwissen und widmen uns dem Bandwurm, dem Fuchsbandwurm, um genau zu sein. Wenn man diese Krankheit kriegt, also den Fuchsbandwurmbefall, dann heilt sich das Ganze Echinokokkose und ist tatsächlich ziemlich tödlich, führt unbehandelt eigentlich fast immer zum Tod und im späteren Stadium ist es nur noch kaum zu behandeln. Die Krankheit gleicht in den Symptomen ungefähr Krebs. Also wirklich nichts Lustiges, gar nicht lustig. Wie kommt so ein Wurm denn in den Mensch? Da will er nämlich eigentlich gar nicht hin. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Eigentlich jedenfalls wohnt der Wurm im Darm vom Fuchs und lässt sich damit den Nährstoffen versorgen, die durch den Fuchsdarm halt so durchgehen. Das ist in jedem Darm so. Wird länger und sein letztes Segment mit Eiern gefüllt verlässt dann irgendwann den Fuchs und die Eier liegen dann quasi in der Landschaft. Jetzt kommt eine Maus vorbei. Die Maus frisst da irgendwas in der Nähe vom Fuchsgut oder sonst wie und nimmt dann auch oral irgendein Ei vom Fuchsbandwurm zu sich. Jetzt befallen die Larven des Fuchsbandwurms die Maus, breiten sich in der kompletten Maus aus, nicht nur im Darm, sondern überall. Die Maus wird stark geschwächt, wird immer langsamer und langsamer und kriegt nichts mehr auf die Reihe. Deshalb wird sie früher oder später von irgendwem gefressen, der gern Mäuse frisst. Da gibt es reichlich Tiere, die da in Frage kommen. Die Hoffnung des Wurms ist, dass es halt möglichst ein Fuchs sein sollte, weil dann könnte er in dem seinem Darm bis an sein Lebensende quasi glücklich sein Dasein fristen. So, wenn es aber nicht der Fuchs ist, sondern eine Katze, dann haben wir schon eine mögliche potenzielle Infektionsquelle für uns Menschen gefunden, weil der Katzenkot enthält dann auch Wurmeier, die wir dann theoretisch als Mensch abbekommen könnten. Der Wurm will aber nicht in den Mensch, weshalb es dann teilweise bis zu 15 Jahre dauern kann, bis man überhaupt feststellt, dass man einen Fuchsbandwurm hat. Weil der entwickelt sich unglaublich langsam im Menschen, tut es aber irgendwann dann halt doch. Und diese Entwicklung führt dann halt, wie gesagt, irgendwann zu krebsartiger tumorartige Klumpenbildung in unseren lebenswichtigen Organen. Das ist tatsächlich eben dann tödlich. Ja. Will er aber eigentlich nicht, der Wurm. Also er meint es gar nicht böse. Ein Herz voll Würmer. So, jedenfalls, wie kann man sich so einen Bandwurm holen? Erstens mal, man ist Katzen- oder Hundebesitzer und die fressen in da draußen in der freien Wildbahn halt auch mal hin und wieder mal eine Maus. So, und jetzt haben sie dann gegebenenfalls selber so einen Wurm und ab dem Moment, wo sie so einen Wurm haben, ist ihr Kot dann infektiös, auch für unser eins. Jetzt essen wir natürlich nicht den Kot unserer Haustiere. Was wir aber tun, ist unser Haustier streicheln, das eventuell mit ein bisschen Kot, da können schon kleine Mengen theoretisch reichen, kontaminiert ist, streicheln und dann was essen oder wir geben uns Zungenküsse mit dem Hund, solche Menschen gibt es ja, oder schmusen zu viel mit der Katze oder irgendwie sowas. Ne? Auf diesem Wege kann man sich ganz gerne mal infizieren, ist aber nicht der Hauptinfektionsweg. Die meisten Leute, die einen Fuchsbandwurm kriegen, sind Bauer, ne? Oder Landwirt oder haben einen sehr großen Garten und verbringen da sehr viel Zeit drin und machen da entsprechende Gartenarbeiten. Weil das sind alles so Aktivitäten, wo man entweder tatsächlich viel mit Tierdung zu tun hat oder wo man gerne mal Sachen aufstaubt, die am Boden liegen, weil man mit der Mistgabel Heu zusammen karcht oder sonst was. Ne? Und diesen Staub, den kann man auch einatmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, so einen Bandwurm zu bekommen. Entweder man isst ihn oder man atmet ihn ein, also die Eier. Und tatsächlich ist wahrscheinlich die Kontamination des eigenen Körpers übers Einatmen eher ein Problem als übers Essen vom Bandwurm, ne? Der Eier. Ja, am meisten betroffen tatsächlich Landwirte und Gartenbesitzer, insbesondere dann, wenn sie ihren Garten halt im Waldrand Nähe haben, da wo auch wirklich mal ein Fuchs vorbeikommt, dann ist das Risiko natürlich noch mal ein bisschen höher. Kann man sich da irgendwie vor schützen? Naja, bei sämtlichen Gartenarbeiten tatsächlich so eine Atemschutzmaske tragen. Muss jetzt keine Gasmaske sein, sondern einfach dieses weiße Ding. Ne? Man kennt die. Das könnte man theoretisch tun, wenn einem das Risiko zu hoch erscheint. Wie hoch ist denn das Risiko? Ja, super gering immer noch. Also ich glaube, was gab es irgendwann in ein paar Jahren, gab es mal 200 Fälle unter 10.000 Leuten oder was. Also rein statistisch gesehen ist die Chance, einen Bandwurm zu bekommen, unglaublich gering. Da muss man sich kaum Sorgen machen. Aber ja, theoretisch wäre es möglich und wenn man ihn hat, hat man wirklich ein Problem.
So, jetzt das große Thema, was die meisten beschäftigt. Essen von irgendwelchen Früchten, die man im Wald finden kann oder sonstigen Dingen, die man im Wald finden kann, die man dann essen könnte, wo dann immer viele Leute eben entsprechend genau deswegen Angst haben, weil der Fuchsbandwurm da eben entsprechend überall dran zu finden sein könnte. Das ist in den allerwenigsten Fällen nachweisbar, dass das tatsächlich zur Infektion mit dem Fuchsbandwurm geführt hat. Wer sich viel im Wald aufhält, bekommt eher einen, das ist richtig. Aber nicht, beziehungsweise nicht nachweisbar deswegen, weil er dauernd irgendwelche Beeren vom Wegesrand gefuttert hat. Beeren, wo viele Tiere draufscheißen, in Anführungszeichen, zu essen, ist aus vielen verschiedenen Gründen nicht unbedingt gesund, wenn man sie nicht vorher gewaschen hat. Aber bezüglich Fuchsbandwurm scheint es wirklich so gut wie keine Rolle zu spielen. Die einzige Sache, bei der man da wirklich eine Kontamination hat nachweisen können, wo es dann teilweise dann doch das Infektionsrisiko erhöht zu haben scheint, ist die Erdbeere. Und dann gibt es noch einen Haufen widersprüchliche Aussagen aus aller Welt, bei der nicht genau klar ist, stimmt das jetzt, stimmt das nicht. Und die Forschung ist da einfach noch nicht so weit, dass man wirklich genau sagen kann, das gibt Fuchsbandwurm, das gibt nicht Fuchsbandwurm und wie wahrscheinlich ist was. Zum Beispiel in Mitteleuropa lässt sich nicht nachweisen, dass eine Infektion über Wasser möglich ist. In Japan ist man der Meinung, wenn man Quellwasser in der Nähe von Fuchskot trinkt, dass man dann auch den Fuchsbandwurm bekommen kann. Aber genau das lässt sich halt in Deutschland überhaupt nicht feststellen. Es ist bei den Japanern irgendwie entweder andere Biologie oder andere Füchse oder andere Fuchsbandwürmer oder die trinken einfach viel mehr Quellwasser aus dem Wald, als wir das tun. Das wäre natürlich auch nochmal so eine Möglichkeit. Leider wissen wir auch nicht ganz, ob nicht doch vielleicht Wildbeerenverzehr zu Fuchsbandwurm führen könnte, weil wir einfach nicht genau sagen können, was passiert, wenn man viele Wildbeeren verzehrt. Das hat nämlich die letzten 30 Jahre gefühlt keiner getan, weil alle Angst vor dem Fuchsbandwurm hatten. Jetzt kommt das wieder auf, dass man Dinge aus dem Wald, gerne auch mal ungewaschen, sofort wieder futtert. Und erst seit 2002 oder irgend sowas ist der Fuchsbandwurm meldepflichtig. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass in den Jahren früher, wo viel Beeren aus dem Wald gegessen wurden, viele Leute am Fuchsbandwurm erkrankt sind und wir wissen es nur nicht, weil dazu keine Daten vorhanden sind. Das bleibt also das letzte Restrisiko bezüglich Fuchsbandwurm. Wenn man also sagt, ich esse lieber keine Dinge ungewaschen aus dem Wald, weil ich den Fuchsbandwurm nicht kriegen kann, weil ich einfach vorsichtig sein möchte, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, super gering ist, dann kann man das schon so machen. Man muss es aber nicht. Das hängt wirklich vom persönlichen Charakter desjenigen ab, der halt eben entsprechend im Wald rumrennt. Die Chance, einen Fuchsbandwurm zu kriegen, ist nach aktuellen Erkenntnissen der Forschung super, super gering, egal wie viele Wildbeeren man futtert. Aber es könnte sein, dass das halt einfach ein Fehler ist und wir es nur nicht besser wissen, weil die Datengrundlage so schlecht ist und es halt doch sehr wohl eine Rolle spielt. Wird sich zeigen müssen. Was aber auf jeden Fall am wahrscheinlichsten ist, ist eben Landwirt sein, Forstwirt sein oder einen Garten in Waldrandnähe haben oder sehr viel mit Hunden und Katzen eben entsprechend intimen Kontakt haben. In Anführungszeichen intim, jetzt nichts Schweinisches. So, mach jetzt gut, das wär's gewesen. Bis zum nächsten Mal.